Lask. Dietmar Grüner ist mit der Nummer 4. Gutes Solo mit dem linken Fuß und erstmals kann sich Klaus Lindenberger auszeichnen. Dann kommt die stärkste Phase des FC Stahl. Bozniakow wird immer offensiver. Metzler und stumpf verpasst. Dantlinger kann erklären. Einige Möglichkeiten vor der Pause noch für den FC Stahl. Wieder Bozniakow. Imrekov, sein russischer Landsmann, und der verzieht knapp. Pausenstand im Linzer Stadion 0:0. Ein interessantes, hochklassiges Match, vor allem mit viel Einsatz und Härte geführt. Nach der Pause wird der Lask als Außenseiter gestartet stärker. Andi Ogris, ein guter Schuss des Teamkapitäns. Der zeigt, dass er auch fast ohne Training noch gut schießen kann. Nächste Möglichkeit, Grüneis. Und ein Foul von Gschneidner an der 16er Linie. Freistoß für den Lask. Das ist Stahltormann Klaus Lindenberger. Und Peter Wieck, die Neuerwerbung der Athletik aus Ungarn. Und Tor, 62. Minute. Der Lask liegt mit 1:0 in Führung. Der Ball passt genau ins Eck. Wir werden es gleich noch einmal aus anderer Sicht sehen. Mit dem linken Fuß in die kurze Ecke. Lindenberger mit dem Ball noch dran. Die letzte Ausgleichsmöglichkeit für den FC Stahl. Imrekov Eckball. Petter Gschneidner. Und es bleibt beim ersten Sieg des Lask in der laufenden Meisterschaft. Und die Tage von Stahltrainer Mirnek dürften gezählt sein. Ja, 4 Spiele gab es noch in der zweiten Division. Neuer Tabellenführer ist Ried nach einem 4:1-Sieg gegen Krems. Puch spielte nämlich gegen Wartens 1:1.